أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب اتمم بخير، ربنا زدنا علما وفهما وتوفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. السلام عليكم. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Okay, könnt ihr anscheinend. Heute wenig Beteiligung, drei Leute insgesamt. Schönes Wetter, vielleicht deswegen. Aber wir machen den Show weiter, wird ja aufgezeichnet. Nämlich die Übung bezüglich Esma'ul Khamsa und danach auch, wie man zwischen maskulin und feminin unterscheiden kann in der arabischen Sprache. Zwei Übungen haben wir heute, die wir durchgehen, eine kleine und eine etwas größere. Erstmal als Wiederholung, Esma'ul Khamsa hatten wir letztes Mal gelernt, das sind die fünf speziellen Isms, die sich etwas eigenartig verhalten, wenn sie als Mudaf auftreten. Also die in der Tabelle hier sind. Und da sind exakt fünf Stück, diese fünf hier. Die verhalten sich ein bisschen eigenartig, wenn sie als Mudaf auftreten. Und das haben wir letztes Mal uns angeschaut. Nämlich, dass sie dann einen kompletten Buchstaben hinzugefügt bekommen, wenn sie ein Mudaf werden. Beim Rafa' ein Waw, um das U, um das Dhamma zu symbolisieren. Und beim Nasr ein Elif, um das E, also das Üstün, das Fetha zu symbolisieren. Und danach beim Jer ein Ja, um das I-Geräusch, also das Kesra, zu symbolisieren. Und das gilt bei allen fünf, die da aufgelistet sind. Das ist die einzige Besonderheit bei denen, also nichts Großartiges. Wenn sie als Mudaf auftreten, Vorsicht, nicht als Mudaf Ilehi, sondern als Mudaf. Weil ein Mudaf Ilehi kann sowieso nur Jer sein. Wir reden hier über das Mudaf, also das erste Wort in dem Fragment der Idafe. Weil unsere Idafe besteht aus Mudaf plus Mudaf Ilehi. Beklaut, kein Eliflam, gefolgt von Jar. Das heißt, das Mudaf ist beklaut, hat kein Eliflam. Und das kann man auch hier bei den Wörtern hier sehen. Hier ist kein Eliflam vorhanden und die sind alle beklaut. Okay. Diesbezüglich einmal die Übung 10 und danach machen wir weiter. Ach so, ein Detail noch, was ich nicht erwähnt hatte, wahrscheinlich am Sonntag, nämlich die feminine Version von dem Wort there, also dieses letzte hier, dieses. Die feminine Version davon ist there to, there ta, there ti. Das heißt Besitzerin von, wenn man das sagen möchte, dann ist es diese Version. Das steht nicht oben in der Tabelle, weil diese there to, there ta, there ti ist kein spezielles Ism. Wie wenn ihr das euch anschaut, dann seht ihr, die enden auf einer Hareke. Und das ist für uns etwas völlig Normales. U, E und I enden die. Rafa, Nasib und Jer ist das. Rafa, Nasib und Jer. Die enden für uns völlig normal. Deswegen sind die auch nicht oben in der Tabelle. Aber nur zur Information, wenn man sagen möchte, Besitzerin von etwas, also das letzte Wort da unten, dann ist es der Tu, der Te oder der Ti. Was für uns besonders ist, ist du, there und die. Das sind diese hier. Weil die nämlich auch diese Wow, Elif und Ja am Ende bekommen. Okay, wir sollen Übung 10, so wie wir das da letztens gemacht haben, unten rechts. Einmal das Mudaf
einmal unterstreichen, Mudaf Ilehi zweimal unterstreichen und danach einmal ankreuzen oder unterkreisen, ob das Raf Nasab oder Jar sich befindet. Fangen wir hier oben rechts an. Wallahu dhul fadlil azim, liest man sehr oft im Koran. Was sagt ihr hierzu? Wo das Mudaf Mudaf Ilehi ist leicht, das unterstreiche ich euch hier. Und ihr könnt mir dann sagen, ob es Raf Nasab oder Jar ist. Das ist etwas größere Herausforderung. Offensichtlich hier haben wir du als Mudaf und Al-Fadli als Mudaf Ilehi. Genau. Du ist unser Mudaf und Al-Fadli ist unser Mudaf Ilehi, ist auch Majrur, deswegen Al-Fadli. Allah ist voller großartiger Huld. Al-Azimi ist verbunden mit dem Wort Al-Fadli, spielt für uns keine große Rolle. Die sind miteinander verbunden, das werden wir noch lernen. Aber für uns interessiert jetzt, ist du Rafu, Nasab oder Jar? Das ist die große Frage. Ohne in die Tabelle einzugucken. Genau, es ist Rafu. Warum Rafu? Nämlich wegen dem Wow am Ende. Sehr leicht zu merken, weil unser Rafu im normalen Fall hat mit einem Domme oder mit einem Tenuin-Domme geendet. Und man kann schon sehr, sehr die Ähnlichkeit erkennen zwischen einem Wow, welches dieser hier ist, und einem Domme, welches diese hier ist. Also die Ähnlichkeit ist so groß, dass man sofort an Rafu denkt, wenn man so ein Wort sieht, wie du. Anhand schon, wie die geschrieben werden, sind die sich schon ziemlich ähnlich. Und natürlich auch die Aussprache ist auch ausschlaggebend. Und wenn man natürlich ein kleiner Trick ist es, wenn man sich hier den Hadeke vorher anguckt und dieses Wow hier einfach ignorieren würde, du, dann wird man auch schon direkt Rafa sein. Das ist ein kleiner Trick, den man da anwenden kann in diesen fünf Spezialdingens Ismus. Esma ul Khamsa. Gehen wir weiter. Das untere Beispiel haben wir schon gemacht. Abikum. Machen wir mal dieses Beispiel. Medjene achahum Shu'aiba. Wenn man ganz kurz anschaut, findet man sofort heraus, okay. Achahum, das ist das, was uns interessiert. In der Tabelle oben. Das zweite Wort sofort. Achun, achu, acha, achi. Das heißt, einmal unterstreichen das hier, zweimal unterstreichen diese hier. Weil wir wissen ja, die goldene Regel, wenn ein angehängtes Personalpronomen an einem Ism angehängt wird, dann ist es automatisch ein Mudaf Ilehi davon. Und das ist hier der Fall. Ihr Bruder bedeutet das. Echi, wissen wir, das ist ja Bruder. Wenn wir uns gegenseitig rufen, sagen wir Echi. Und Hum ist dann angehängte Personalpronomen, dritte Person, Plural, Maskulin. Hu, Huma, Hum. Direkt in der ersten Zeile, oben links in der Personalpronomen-Tabelle. Okay. Acha ist das Rafa, Nasab oder Jar. Auch hier wieder. Ich gebe euch hier einen kleinen Tipp, indem ich das hier rot markiere. Man muss sich nur diese Hadeke hier anschauen und sofort wird man sagen, das muss auf jeden Fall Nasib sein. Wenn es Echi wäre, dann hätte man auf hier einen Kessler geguckt, würde man sofort Jer sagen. Und wenn es Echuhum wäre, dann hätte man auf das Domme geguckt, auf dieses, das ist hier Domme. Und da hätte man sofort Rafa gesagt, theoretisch. Okay, nächste Beispiel. La Yusufu wa Achuhu. Auch hier wieder offensichtlich, wo unser interessantes Wort ist. Achuhu. Achu ist unser Mudaf. Und Hu, das angehängte Personalpronomen, ist unser Mudaf Ilehi. Und Achu, Rafu Nasib oder Jar. Wieder ein kleiner Trick hier. Schauen wir uns diese Hadeke an. Ist schon zu leicht geworden. Deswegen, diese Übung ist auch sehr klein. Und das Thema mit dem Esma und Khamsa, den fünf Spezialisten, ist auch ein sehr leichtes Thema. Mal kurz zurück, falls ihr euch das notieren wolltet.
إلى ذي العرش. Natürlich hier, da die du, das ist hier unser Mudaf, dieses die, Besitzer von. Und Al-Arshi, der Thron, das ist dann unser Mudaf Ilehi. Und das ist auch, weil es auch Majrur ist, wie wir hier unten erkennen können an dieser Stelle hier. Das ist Majrur. Und die ist dann Raf Nasib Oraja. Auch hier wieder sehr leicht. Wir gucken uns das an. Das sollte schon als Hinweis genügen, genau wie. Und dieses Jahr hier ist natürlich die Besonderheit, weil es einer von den fünf Spezialisms ist, von den Esma und Khamsa ist. Aber allein die Hadeke vorher schon anzugucken, reicht schon, sodass Sie sofort ein Jar erkennen können. Wegen dem I-Geräusch, wegen dem Kesra. Eine Frage noch zwischendurch. Was für ein Harf ist das hier? Das ist ein, der sollte euch bekannt vorkommen. Das Wort Ila. Jar, nicht, das ist, genau, ein Harfu Jar, richtig. Harfu Jar. Ila ist ein Harfu Jar, welches extrem oft vorkommt im Koran. Und nach einer Zeit werdet ihr es automatisch schon erkennen. Genau wie Ala auch extrem oft vorkommt. Und auf jeden Fall würde ich sagen, in jeder Seite wird man diese finden. Ila den Abschied zum Besitzer des Thrones, wird man das übersetzen. Oder zum Besitzer vom Thron. Wenn man dieses unbedingt dieses von da mit rein quetschen möchte, zum besseren Verständnis, zum Besitzer vom Thron. Kana da qurba. Hier natürlich für uns interessant wieder. Da. Mudaf. Qurba ist Mudaf ilayhi. Aber wie kann Qurba Mudaf ilayhi sein, wenn man hier gar nicht erkennt, dass es Majrur ist? Also woher weiß ich, dass Qurba Majrur ist? Wie komme ich darauf? Also es muss natürlich so sein, weil davor ein Da ist, hat keine andere Wahl. Aber wie erkenne ich an dem Wort Qurba, dass es Majrur sein könnte? Könnte nicht jemand jetzt argumentieren und sagen, nein, da ist ein Fetha, das muss Menzub sein, und das muss Nasib sein und kann deswegen kein Mudaf Ilehi sein? Genau, richtig. Wegen dem, nicht Ja, sondern wegen dem Elif hier. Wegen diesem Ding hier, diesem Elif, ist es genau wie das Wort Musa oder Huda oder Zakaria oder Isa, es ist nicht flexibel. Und deswegen ist Qurba, kann Rafu, Nasib oder Jar sein. Dieses Elif am Ende ist ausschlaggebend dafür. Das heißt, das da interessiert uns nicht so sehr. Und hier, der Rafu, Nasib oder Jar, natürlich hier sollte eigentlich oder könnte man ein Hurricane tun. Da ist dann natürlich, wenn wir das, wenn wir den hier sehen, würden wir sofort sagen, das muss Nasib sein. Weil das ein Fett hat. Wir haben hier oben in der Tabelle Du, Da und Die. Und dieses hier ist dann Nasib. Manchmal werdet ihr sehen, dass da keine Hareke sind, wie bei diesem hier. Da ist kein Hareke. Das könnt ihr euch vielleicht auch in der Vokabeltabelle hier unten, könnt ihr euch das verwirren. Wahrscheinlich wurde das extra auch nicht eingebaut, also das muss nicht unbedingt vergessen sein. Hier könnte man auch ein und hier auch. Die Sache an diesen Harekes ist, genau, da hat schon jemand geschrieben, weil danach ein Elif kommt, Elif ist Harf Met, gibt es keine andere Möglichkeit, außer dass hier ein Fetha sein muss, ein Üstün sein muss. Also hier ein Kessler oder ein Dhamma zu machen, das wäre von der Aussprache her gar nicht möglich. Das wird gar nicht gehen, weil dieses Elif danach zwingt einen dazu,
dieses Elif hier, dieses, das zwingt einen dazu, das so zu lesen. Genauso wie dieses Elif hier auch eigentlich. Das einen dazu zwingt, dass hier ein Fetha sein muss. Weil Harfe Met, wissen wir, also das zieht ein Hadeke lang. Und deswegen muss natürlich das Hadeke entsprechend das Richtige sein dafür. Und das gilt auch bei, das gilt auch in diesem Fall hier. Achuhu. Das heißt, dieses Domme hier, das ist eigentlich nicht notwendig zu schreiben. Weil wegen diesem Wow hier, gibt es keine andere Möglichkeit, außer das Elchu zu sprechen. Man kann es gar nicht anders aussprechen. Ich habe gerade hier einen tatsächlichen Schreibfehler gefunden. Hat keiner von euch gesehen. Oh, ich frage euch mal sehen, ob ihr das jetzt findet. Hier ist irgendwas faul. Genau, da fehlt eine Verlängerung, ein Harfe Met fehlt da. Das muss natürlich Le Yusufu sein. Ich quetsche das mal rein, da das Wow. Nicht Le Yusufu, sondern Le Yusufu, der Prophet Yusuf. So wird man das dann schreiben. Le Yusufu. Also für die Übung nicht so wichtig. Aber wie gesagt, auch das ist ein drittes Beispiel hier, bei dem die hier, die Lafshi, das ist ein Ja, ein Harfimet Ja, eine Verlängerungsja. Deswegen muss hier ein Kessler sein, auch wenn da keins wäre, könntet ihr euch denken, dass da eins hin muss, weil es gar nicht anders möglich ist, das sonst auszusprechen, weil der hier das verlängert, das Kessra. So, ich versuche dann auch manchmal zu ergänzen, die Harekes. So, dass keine Verwirrung entsteht. Das waren unsere Vokabeln, die wir hatten. Und danach, Kapitel 3, sind wir eingestiegen bei dem Thema Maskulin oder Feminin. Mudekkar oder Mu'ennef, oder männlich oder weiblich hier. Ist zwar nicht exakter Begriff, weil es biologisch ist, aber ist manchmal leichter zu verstehen, falls man nicht weiß, was maskulin und feminin unbedingt bedeutet. Und dann haben wir uns angeschaut, ganz wichtige Regel natürlich hier in orange umstrichen, Standard ist männlich, das heißt, es muss irgendeinen Grund geben, warum etwas weiblich ist. Und der erste Grund ist, dass es biologisch feminin ist, also richtig, tatsächlich weiblich ist. Der zweite ist, dass es mit einem Ta, ein Elif und Hamza und mit einem Elif oder mit einem Elif endet, mit einem gebrochenen Elif endet, diesem hier, der so aussieht wie ein Ja ohne Punkte. Das ist der zweite Grund, wenn es auf einen von diesen drei Buchstaben endet. Der dritte Grund war, dass es ein Körperteil ist, welches doppelt vorkommt im Körper. Der vierte, ein Ortsname, ein konkreter Ortname, auch klar verständlich. Fünftens, nicht Personenplurale. Das ist etwas verwirrend, aber dazu werden wir sowieso noch in einem späteren Kapitel drauf eingehen. Also Plurale von Objekten, die nicht lebendig sind. Seyara, Seyarat, zum Beispiel Autos, Masjid oder Masajid, das sind Dinge halt leblose Objekte oder Bücher. Das ist dann bei Nicht-Personen-Plural. Ausgenommen wären dann Plurale von
von Wörtern, die Menschen beschreiben. Beispielsweise Muslimun oder Kafirun oder Mushrikun. Beispielsweise, das sind Wörter, die Menschen beschreiben, also Personen beschreiben. Das wären dann Personenplurale und die wären, würden dann nicht in diese Kategorie reinfallen. Es geht um Plurale, die Objekte, von Objekten besser gesagt. Und sechstens, das ist die eigenartige Gruppe, das ist die Gruppe mit den Wörtern, die feminin sind, diese Tabelle hier, weil die Araber einfach gesagt haben, dass sie feminin sind. Besser gesagt, sie haben es nicht gesagt, sondern sie haben das Wort damals in den alten Gedichten, haben die das einfach als feminines Wort benutzt und das wurde dann halt immer weiter so benutzt und das war dann selbstverständlich, dass diese Wörter hier feminin sind. Auch wenn man es nicht an ihnen erkennt, dass sie feminin sind, das ist einfach der Fall. Oder weil Allah sie im Koran als feminin benutzt hat, wie zum Beispiel Jahannam, die Hölle. Aber auch da könnte man natürlich argumentieren, dass es ein konkreter Ortsname ist und deswegen feminin ist. Diese beiden Wörter hier sind so gut wie Synonyme. Inshallah, irgendwann, wenn wir weiter fortgeschritten sind, können wir dann auch analysieren die feinen Unterschiede zwischen Wörtern, die eine fast gleiche Bedeutung haben. Okay, dann machen wir einmal die Übung. Fangen wir hier an. Ein Beispiel hatten wir auch schon gemacht. Mekke, weil es ein konkreter Ortsname ist, ist es feminin. Okay, dann machen wir mal das erste. Hamiye. Genau, eindeutig weiblich. Und als Grund kann man ja einfach so einen Teil hier hinzeichnen. Das ist ein bisschen schöner. So. Ein Teil hinzeichnen, da weiß man sofort, was der Grund ist. Ich hoffe, größer, so dass man auf jeden Fall erkennen kann. Genau so. Dieses Teil am Ende da, das ist der Grund dazu, dafür. Wenn es alleine steht, wird es eigentlich so geschrieben. Ich hoffe, man kann erkennen, was damit gemeint ist später. Okay, das nächste Wort, Ainain. Aineni, ist das weiblich oder männlich? Genau, wir gehen die Gründe durch im Kopf oder in dem Text oben, wenn man das noch nicht auswendig gelernt hat. Und dann stellt man fest, es gibt keinen Grund, warum es feminin sein sollte. Und deswegen muss es maskulin sein. Okay. Abkem. Abkem passt also in einer der Kategorien. Männlich, sagt jemand. Da müssen wir aber einmal nachschauen. Nämlich gehen wir zu den Vokabeln da. Und da hatten wir eine ganz besondere Sache hier, nämlich es könnte sein, dass es einer von den Wörtern ist, die in den ersten beiden Reihen sind, die von weiblich auf männlich umsteigen dann. Die ersten beiden Reihen sind ja nach dem Strich, vor dem Strich männlich, nach dem Strich weiblich. Ab der zweiten Reihe aber, ab der dritten Reihe ist es dann nicht mehr der Fall. Das steht da unten in diesen Fußnoten. Und da gucken wir, hier ist das Wort sogar, Abkem und Bukmun. Dann stellen wir fest, okay, es ist nicht eine von denen, die da oben sind. Hätte sein können, weil er sich ziemlich ähnlich anhört mit denen, die da oben sind. Aber es ist nicht der Fall. Es ist in der dritten Reihe, das heißt, es ist männlich. Es gibt keinen Grund, warum es weiblich sein sollte.
Und noch ein Tipp, wenn man, wenn man verwirrt sein sollte und dann denken sollte, okay, ist es jetzt oben in der Gruppe, ist es jetzt oben in diesen ersten beiden Zeilen oder nicht, ein Wort, welches vielleicht verblich sein könnte, dann stellen wir fest, dass am Ende bei den Wörtern, die weiblich sind, hier dieses Elif und Hamza auftritt. Elif und Hamza. Und diese Elif und Hamza am Ende, das kommt uns bekannt vor, nämlich, das ist hier in der zweiten Gruppe von Wörtern, Elif und Hamza drin. Das Wort Abkem, das ist, genau, Abkem ist allgemein geltend. Ich kenne keine weibliche Version von dem Wort Abkem. Bukmon ist der Plural dann davon. Ist das immer so bei was genau? Was meinst du? Normalerweise bei Wörtern, du kannst normalerweise Wörter oder Beschreibungen durch ein T am Ende, durch dieses Kreis-T, dieses T hier, kannst du weiblich machen. Das geht nicht bei jedem Wort, bei vielen Wörtern kann man das machen. Beispielsweise Muslim und danach Muslime am Ende, und dann hat man einen weiblichen Muslim. Ist das aber jetzt ein Nomen oder ist das ein Adjektiv, wie zum Beispiel Azim und so weiter? Gilt das oft dafür? Weil Abkem ist doch eigentlich, klingt für mich, also im Deutschen ist es ja kein Substantiv. Genau, im Arabischen. Nur wenn man sagen würde, der Stumme, oder? Bei Arabischen unterteilen wir ja nicht. Da haben wir Adjektiv und auch Substantive bei Ism drin. Ach so, okay. Barakallahu fik. Wafik. Okay, dann waren wir bei Übung, achso, bei 8 waren wir, genau. Es ist männlich, weil es keinen Grund gibt, dass es weiblich sein sollte. Okay. Dann haben wir das Wort Sabira. Männlich oder weiblich? Okay, das ist eine Falle, die hier gestellt wurde. Es hat jemand gesagt, dass es weiblich ist, wegen dem Elif hier. Dann gehen wir mal oben in die Tabelle rein und schauen uns das mal an. Dieses Elif ist nicht von den drei, die hier aufgelistet sind. Das ist eine kleine Falle, die da gestellt wurde. Nämlich, es muss unbedingt Elif und danach Hamza sein. Oder es muss hier dieses gebrochene Elif sein. Oder ein T. Da es keins von denen ist, sondern nur ein Elif ist, gibt es keinen Grund, warum es feminin sein sollte. Das ist auch nebenbei. Dieses Elif hier kennt ihr sogar schon. In der Muslim-Tabelle haben wir gelernt, dass wenn Tanwin Fetha kommt, dass danach ein Elif zur Unterstützung kommt. In der Muslim-Tabelle haben wir gesehen, Muslimen. Muslimun, Muslimen, Muslimin. Und nur bei Mansub, bei Nasib, kommt dieses Elif da als Unterstützung. Hatte keine Bedeutung für uns, sondern das war einfach nur, weil man es so schreibt. Der Sabiran hat keinen Grund, warum es weiblich sein sollte. Und deswegen ist es feminin sein sollte, deswegen ist es maskulin. Aus dem Wort hier könnte man aber ein weibliches Wort sehr, sehr leicht machen. Könnte jemand von euch die weibliche Version von dem Wort Sabir schreiben in den Chat? Auch in lateinischen Buchstaben, spielt keine Rolle. Sabir, jemand, der geduldig ist. Und was eine geduldige Frau wäre dann? Nein, Sabirine wäre mehrere geduldige Menschen. Das wäre der Plural, Sabirine. Was muss man machen, sodass das Wort feminin wird? Genau, Sabiratun.
Sabira. Sabira tun oder ten oder tin, spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass am Ende hier dieses Ta Marbuta, dieses Ta, da steht. Und automatisch ist das Wort dann feminin geworden. Bei dem Wort Abkam da oben, was der Bruder gefragt hat, da geht das da leider nicht. Sabira wäre dann eine geduldige Frau. Okay, das Wort da ist männlich. Bis jetzt hatten wir zwei feminine Wörter. Dann machen wir weiter und gehen zu dem Wort Safra'u. Safra'u ist das Wort maskulin oder feminin. Es ist feminin, sehr leicht zu erkennen sogar, weil am Ende Elif und Hamza steht. Das ist, heißt, ist gelb, bedeutet das, aber die weibliche Version von gelb. In der Vokabelliste oben könnt ihr das dann sehen. Asfar und Safra. Safra ist die weibliche Version davon. Wenn man sich fragt, warum sollte eine Farbe weiblich sein, damit ist natürlich gemeint, dass in dem Fall, in dem Kontext, wo das Wort steht, beschreibt, also wird ein weibliches Substantiv gelb beschrieben. Deswegen weiblich. Nicht, dass die Farbe weiblich ist, sondern ein Objekt wird als gelb beschrieben und das Objekt ist weiblich in der arabischen Sprache. Deswegen. Beispielsweise. Genau, Eschemsu Safra'u. Eschemsu Safra'u. Die Sonne ist gelb. Das wäre zum Beispiel ein weibliches Wort, wird mit einer Farbe dann beschrieben. Zulumatin. Das ist auch eine gute Falle. Zulumatin. Männlich, also maskulin oder feminin. Da sagt jemand maskulin. Aber da muss ich Einwand einlegen. Wird man oben in den sechs genannten nicht finden. Aber da muss man ein bisschen zurückdenken an die Unterrichte, die wir vorher schon hatten. Und da wird man drauf kommen, muss man etwas, ein bisschen Transferleistung dann machen. Oder erbringen, besser gesagt. Genau, wegen dem Ätin am Ende. Muslimätin, Muslimätun, Muslimätin, Muslimätin. Weibliche Musliminnen. Oder muslimische Frauen. Von da kommt das. Das ist in der Muslim-Tabelle, in der weiblichen Version, der Plural. Das heißt, wir haben Muslimatun, Muslimatan, Muslimatin, Muslimatani, 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 Muslimatun, Muslimatin, Muslimatin. Und dann haben wir hier Dulumatin. Und deswegen ist es feminin. Das war auch nicht ganz so leicht, darauf zu kommen. Ich schreibe es hier hin, den Grund, das ist das Ätin. Wenn man das oben in eine von den Kategorien einteilen wollen würde, dann könnte man es einmal machen in die fünfte, in die Nicht-Person-Plurale, weil das der Plural von Dunkelheit und das sind Dunkelheiten. Nicht Personplural ist das. Oder ja, in echt weiblich könnte man, das ist ein bisschen eigenartig, weil das auch mit biologischen Sachen zu tun hat, diese Dinge. Aber am logischsten wäre tatsächlich, das in die fünfte zu tun. Genau. Warum ich das in die erste Kategorie einteilen würde,
Das werden wir inshallah Sonntag lernen. Wenn wir die Anzahl lernen, dann wird euch klar, warum ich das in die erste Reihe tun würde. Kommt ihr dann einen erstmal ein bisschen komisch vor, weil hier ist ein biologisch feminine sozusagen Personen oder sonst wo anderes geht. Aber inshallah werdet ihr Sonntag verstehen, warum ich das getan hatte. Und auf keinen Fall hier verwirrt sein. Beim zweiten habe ich über diesem Ter habe ich geschrieben, nicht dieses Ter. Aber damit ist nicht gemeint, das Ertin Plural, nicht der Ertin Plural gemeint, sondern allgemein irgendwelche Wörter, die mit so einem Ter hier enden würden, ohne dass es zu Ertin, zu dieser Ertin oder Ertin Kombination gehört. Deswegen habe ich dieses Ter da hingeschrieben. Also nicht deswegen verwirrt sein. Vielleicht ist es sogar sehr verwirrend. Am besten machen wir das weg. Aber damit wollte ich nur deutlich machen, dass es hier um dieses Ter geht, welches anders ist als dieses Ter hier. Beide werden gleich ausgesprochen, aber das sind trotzdem zwei verschiedene Buchstaben. Aber wenn es um den Plural und um die Pluralendung Erten oder Erten geht, dann ist es natürlich, muss es dann feminin sein, weil es gehört auch zu dieser muslimischen Muslim-Tabelle. Zu dieser femininen Muslim-Tabelle meine ich. Okay, fünftens, das Wort Husna, männlich oder weiblich. Genau, weiblich gehört zu der Kategorie 2, weil es hier mit einem Elif endet, Husna. Wegen diesem gebrochenen Elif, ganz einfach war das zu erkennen. Mu'minina, auch das ist sehr leicht, weil das Wort kennen wir sogar, Mu'minin oder Muslimin, das sind gläubige Männer. Auch in der Muslim-Tabelle haben wir Muslimine und hier haben wir, Mu'mineni, genau wie Muslimeni, zwei Gläubige oder zwei Muslime in der männlichen Version. Sonst in der weiblichen Version wäre es, kurz nachdenken, natürlich Mu'minateini, das wäre dann die feminine Version davon. Da wäre einfach hier ein Ta. An dieser Stelle dann hätten wir Mu'minateini. Dann wären es zwei gläubige Frauen. Jetzt haben wir zwei gläubige Männer. Und das letzte Wort? Ich glaube, das ist auch weiblich, weil die Araber das so gesagt haben. Genau, richtig. Der Soldat hat, glaube ich, irgendwas mit dem Asa gemacht in der Geschichte, aber ich weiß nicht mehr genau was. Ja, deswegen, das ist der Sinn der Geschichte, dass man sie leichter merkt. Hier ist das sogar, ganz unten, der Stab, der Stock. Das ist ein in der sechsten Kategorie, feminin, weil die Araber das so sagten. Mit dem Asa hat er das Alkohol vom Tisch weggefegt, weil er Angst vor Jahannam hatte. Das Khamr, das Alkohol, hat er mit dem Asa vom Tisch gefegt. Gut, dann hat die Geschichte wenigstens genützt, derjenige, der die dann erfunden hat. Wir umkreisen feminin und danach schreiben wir Kategorie 6, um das abzukürzen, weil die Araber es so sagen. Deswegen ist es feminin. Wenn es keine Fragen gibt, werden wir ein Ende machen für heute. Hier nochmal die ganze Tabelle. Bei den Maskulinen natürlich müssen wir nicht schreiben, weil das der Standardfall ist. Und dann sehen wir uns inshallah Sonntag. Weil Asli in al-Insan lafi khusr ila ladina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa fiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.